irgendwelche Herausforderungen auf der Wiesn? Irgendwas, wovor du Angst hast? Ich habe immer Angst. Ich habe auch jetzt Angst. Von mir? Vor was hast du Angst? Nein, sie hat mich gefragt, ob es noch Dinge auf der Wiesn gibt, vor denen ich Angst hätte. Und ich habe gesagt, ich habe immer Angst. Ich habe auch Angst, jetzt aufgrund von Alkohol etwas zu sagen, was ich nachher bereuen könnte zum Beispiel. Weißt du, das fände ich jetzt gar nicht schlimm. Das Dekolleté macht mir Angst. Habt ihr schon eins entdeckt? Ich nenne keinen, ja, aber ich... das muss man ja wirklich sagen, es ist... Und da schweigen die Herren lieber und genießen weiterhin. Dann sage ich herzlichen Dank und noch viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Viel Spaß beim Feiern, ja, gleichfalls. Danke. Liebe Funda, du bist heute den ersten Tag auf der Wiesn. Oder warst du schon? Ja, den ersten Tag absolut. Nein, ich war gestern schon zweimal. Ernsthaft? Ja. Und dann siehst du noch so aus. Blendend. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, das ist mein kleines Zauberstückchen, was ich dann immer vollbringe, dass ich es tatsächlich schaffe, auf die Wiesn zu gehen, ohne Alkohol zu trinken. Und wie machst du das? Es ist ja doch durchaus schwierig, wenn man da so mal mit Männern am Tisch sitzt, die dann sagen, ja komm, was geht schon? Du, das machen die immer ganz gerne, das stimmt. Gestern wurde ich zweimal genötigt, Schnaps zu trinken. Mein erstes Schnapsglasel habe ich dann weggeschüttet, das haben sie gesehen. Und dann musste ich tatsächlich einen Schnaps trinken und dann habe ich das über mich ergehen lassen, habe direkt hinterher Wasser runtergeschüttet wie eine Wahnsinnige. Dann musste ich ein zweites Mal, dann habe ich gesagt, okay Leute, jetzt übergebe ich mich. Weil jetzt ist, also habe ich natürlich nicht gemacht, aber mir war echt so schlecht, dass ich dann wieder Wasser hinterher getrunken habe und bin dann gegangen, weil ich nicht mehr konnte. Und das ist halt dann bin ich halt rigoros, dann sage ich halt, okay, dann halt nicht, tschüss. Man kann aber auch ohne Alkohol Spaß haben. Ich bin echt wie Obelix. Wenn die Leute betrunken werden, dann werde ich auch betrunken, ohne dass ich was getrunken habe. Das ist super. So eine Einstellungssache. Ich finde, das ist viel sympathischer, als wenn man nur lustig wird, wenn man Alkohol trinkt. Jetzt muss ich mal natürlich kurz darauf eingehen, weil das natürlich so eine bayerische Sache ist. Ja. Darf eine Frau in Lederhosen? Ich finde ja, vielleicht kann man das mal zeigen, weil das ist ja auch mal wirklich bildschön. Aber eigentlich, unsere traditionellen Bayern würden sagen, oh, schwierig. Na, die würden sagen, die gehört verschlagen. Das würden sie sagen. Aber ich finde, die Zeiten ändern sich. Männer machen Frauenberufe, Frauen machen Männerberufe. Männer laufen in Frauenklamotten rum. Warum soll ich also nicht in Männersachen rumrennen? Und ich ziehe mir ja dann nicht irgendwie so einen Sack an, sondern dann zeige ich halt wenigstens Bein. Und dann haben die Männer doch was davon, dann sehen sie doch was. Ist doch auch nicht schlecht, oder? Das ist richtig. Ja. Abgesehen davon, bei dem Wind ist das sehr viel praktischer. Weil ich habe nämlich heute mein Dirndl schon mehrfach fast verloren. Die Marilyn. Genau. Wie oft gehst du denn noch auf die Wiesn? Wie oft kann man dich noch irgendwo sehen? Ich weiß es, um die Wahrheit zu sagen, nicht, wie oft ich noch gehe. Einmal mindestens, da haben wir unseren eigenen Tisch hier im Käfer mit meinem Mann zusammen. Und da muss ich dabei sein, da komme ich bis halt später, weil ich den ganzen Tag arbeite. Klar. Und ansonsten weiß ich nicht, vielleicht trudeln noch irgendwelche Einladungen rein. Und wenn ich dann zufällig nicht arbeite, aber die Woche geht es noch, die nächste Woche bin ich schon wieder in den Live-Sendungen, dann geht es wieder nicht mehr. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß an diesem wunderschönen Wiesentag und genieße es. Ich Dankeschön. Danke dir. Danke.